langsam, ihr Vinylverrückten. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin schöne Feiertage. Ja, ich melde mich hier heute mit dem versprochenen Video zu den Top 10 rarsten, wertvollsten, besondersten Schallplatten aus meiner Sammlung. Ich versuche euch da auch gute Eckdaten und alles dazu zu geben. Und blende das so ein bisschen ein, bisschen an Sound & Grooves angelehnt. Das war ja auch so ein bisschen die Idee, wie ich darauf gekommen bin, so das jetzt als Jahresabschluss zu den Feiertagen euch zu präsentieren. Wie ihr seht, schon wieder eine ein bisschen andere Perspektive, jetzt erstmal zum Eingang. Und dann gleich beim Zeigen der Platten wird sich die Perspektive nochmal ein bisschen verändern. Da rücke ich dann auch ein bisschen mehr die Platten wieder in den Vordergrund und das Einblenden der Daten. Ich kehre ja dann wieder ein bisschen in den Hintergrund mehr zurück. So viel dazu. Wir starten. Wir gehen rückwärts von der 10 hoch zu 1 und starten jetzt mit der 10. So, ihr Lieben, ihr habt wahrscheinlich zwei Dinge vermisst. Das ist einmal die Tradition, was wir im Hintergrund hören. Ashra Temple. Debüt, leider. Wer die letzten Videos verfolgt hat, Repress nur. Sonst hätte das gute Stück es wohl auch ins Video geschafft, würde ich behaupten. Und das andere ist die Auflösung des Gewinnspiels, die ich versprochen habe. Und da ist es Frank von Sylt, der gewonnen hat. Lieber Frank, wir klären das Ganze über eBay Kleinanzeigen. Ich schreibe dich an, dann regeln wir es mit dem Porto und dann gibt es für dich die gute Volker Kriegel-Platte. Ich gratuliere dir. Cool, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt. Leider konnte nur einer gewinnen, der dritte von euch. Jawohl. Wir fangen an mit den Top 10 obskur bzw. seltensten, teuersten oder whatever Platten. Und anfangen tun wir mit Alexander von Schlippenbach mit dem Album The Living Music. Alexander von Schlippenbach macht, irgendwie ist es hier sehr beleuchtet, macht Free Jazz. Free Jazz, Piano Jazz, das Album ist, glaube ich, aus den frühen 70ern, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt zwei Varianten, die unterscheiden sich am Label und drei Varianten, glaube ich, und am Cover. Das Cover ist dann etwas dunkler, das ist das First Press, in echt ziemlich gutem Zustand. Ja, ihr seht ja an den Zahlen, an den Suchzahlen, 29 Leute haben das Album nur. Ich muss, glaube ich, mal kurz magisch verschwinden, um die Musik etwas leiser zu machen. Und magisch wieder zurück. Nee, Ashra Temple hat hier doch ein bisschen sehr reingeknallt. Den Zahlen seht ihr ja an. 29 Leute haben das Teil, nur 169 suchen es. Also ein echt rares Teil. Was sind das? Fünfmal so viele suchen wie haben. Die Preis-Range erstreckter, seht ihr ja auch, von 162 bis 400, 200 der Medium-Wert. Und ja, kommt halt auch sehr selten auf den Markt. Ne? Seht ihr ja jetzt auch an der anderen Statistik hier, sind gerade in meinen letzten 4 Jahren 4 Stück verkauft worden. Das spricht nochmal dafür, wie rar das Teil ist. Und um es jetzt nochmal ganz exklusiv zu machen, drehen wir das gute Stück nochmal um. Und dann sieht man, ich guck mal, ob man es, wer das gute Stück hier unten unterschrieben hat. Das ist eine echte Unterschrift, ich habe es gecheckt. Ganz, ganz crazy Ding. Sehr, 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 sehr cool. Living Music, Alexander von Schlippenbach. Unsere Nummer 10, meine Nummer 10 bei den rarsten, gesuchtesten und wahrscheinlich auch, also definitiv teuersten Platten aus meiner Sammlung. Bei den gesuchtesten weiß ich gar nicht. Das ist manchmal so eine Sache, ob es dann die gesuchten sind. So, das Stück hatten wir letztes Mal schon im letzten Video, hatte ich es euch schon gezeigt, was wo es um 3 for the Week ging. Radio City von Big Star. Radio City, mein Gott, was ist los mit mir? Ja, die Zahlen sagen, es ist gar nicht so super rar. 1021 Leute sind im Besitz, 1412 suchen. Aber die Preisrange ist dann doch schon recht groß, also beziehungsweise hoch angesetzt. Wir liegen ja bei 214 Euro Medium-Wert.
was wie gesagt Platz 9 bei den Alben Familie jetzt heißt. Und die 21 Euro, also ich denke, so was die Wertigkeit bzw. das Gesuchtsein betrifft, sagt schon aus, dass so ein G-Zustand-Cover 25 Euro zuletzt noch gebracht hat. Also ja, finde ich schon krass, so für ein Cover, ne? Und ja, ist ein sehr preisstabiles Ding. So, wenn ihr euch die Statistik so anguckt, ne, das geht eigentlich grundsätzlich immer Ü 100 Euro. Es ist so Power, Pop, Zeug, Sound der 70er, und gilt auch bei sehr vielen Künstlern als, ja, Einfluss, den sie ja deutlich machen. Und es ist ein, ja, nicht so Mainstream-Album, es kennen gar nicht so viele Leute, aber es wird doch sehr, sehr hoch gehandelt, wie ihr seht. Von 1974 ist das gute Stück. Radio City von Big Star. Jo, dann kommt schon das gute Stück. Das habe ich auch noch nicht so lange. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich wollte schon lange haben. Das ist ein Stück Jugenderinnerung. Und zwar ist hier die Rede von deutschem Hip-Hop. 1, 2. Dendemann, der gute. Gefährliches Halbwissen, das ist das Album. Ja, ist auch nicht so super selten, wie ihr an den Zahlen seht. Ne? Ist relativ ausgeglichen, was Suchende und Besitzende des Albums angeht. Und der Preis ist da relativ stabil die letzten Jahre. Wir liegen da im Median bei 215 Euro. High ist 249, also sehr konstant. Könnt ihr auch dann in der Statistik sehen, liegen wir da über 200 Euro eigentlich in letzter Zeit. Und ja, es ist halt auch gar nicht so einfach, das Ding zu finden. Es ist recht tote Zeit gewesen. Ich glaube, es war 99, als das Stück rausgekommen ist. Ja, könnt ihr ja auch nochmal, habt ihr wahrscheinlich eben schon an den Eckdaten gesehen dazu. Genre und alles blende ich euch ja jetzt hier dauernd immer ein. Schon mal so die Hard Facts. Muss ich gar nicht so viel quatschen. Einfach ein Klassiker des deutschen Hip-Hops dann irgendwo. Ich kann es gerade gar nicht sehen hier. 99, doch, es war 99. Das war so der Urknall des deutschen Hip-Hop damals. Und da hat deutscher Sprechgesang auch noch Spaß gemacht. Mir zumindest. So, dann Platz Nummer 7. Wieder was Krautiges. Viele Sachen sind hier aus dem krautigen Bereich, muss ich sagen. Und hier ist es Icarus. Icarus auf dem Plus-Label. 98 Leute besitzen das gute Stück nur. Und 343 suchen das heiße Teil. Also so Prog, Rock, Kraut, Rock. Jetzt macht mich nicht schwach, was. Ich bin gerade ein bisschen, wie es dann immer in so einer Situation ist, habe ich gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ah, wer der Band denn nochmal aus Icarus hervorgegangen ist. War es eventuell Lucifer Friend? Nee, war es nicht. Ihr wisst es wieder. Ihr wisst es, ihr sagt es mir auch. Ja, Preisrange 100 bis 450 Euro. Der Median liegt bei 210. Wieso bist du dann Nummer 7? Das frage ich mich gerade, wenn 1, 2 bei 215 lag. Naja, vertauscht. Sorry. ja. Ist in letzter Zeit irgendwie so, was die Statistik ja auch anzeigt hier, häufiger auf dem Markt. Aber auch da ja sehr recht preisstabil. Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin, glaube ich, bis Bergisch Gladbach für das gute Teil gefahren. Habe mich da sehr gefreut. Habe es mit einem anderen Album zusammen, was auch gleich noch kommt. Wesentlich weiter oben noch zusammengekauft. Ja, gutes Teil. Kann ich sehr empfehlen. Dann ja, boah, das habe ich glaube ich in Bochum gekauft, das gute Stück. Das ist somit, was die Such- und Besitzverhältnisse anbelangt und damit auch den Rar-Faktor angeht, somit das krasseste Teil tatsächlich. Die Rede ist von Kalachakra. Crawling to Lazar. Das ist eine Band aus Duisburg, Neudorf, glaube ich. Oder Hochfeld. Duisburg-Hochfeld. Das Ding ist nur in Plattenläden auf Konzerten, glaube ich, verkauft worden. Das ist so Kraut, Fusion,
Fusion, experimenteller, aber vor allen Dingen auch ein bisschen Ethno-Psych-Sound. Ist auch tatsächlich nur so ein, wie soll ich das zeigen? So ein Einlegeblatt, das Cover. Das ist auch tatsächlich so. Und dieser Stempel, der muss auch so sein. Tatsächlich versuche ich das hier so ein bisschen zu zeigen. Der ist da genau immer so drauf. Das sind nämlich die Kontakte zu denen mit Telefonnummer, wo die damals rausgebracht worden ist. Und ja, das Verhältnis bei der Scheibe liegt, wie ihr auch unten sehen könnt, bei 47 zu 551. Was ich, also, ich glaube, da sind auch nur knappe 500 Stück von gepresst worden. Das ist von 73, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, ja, hat hier leider so einen Kaffeefleck, ne? Aber zu verschmerzen unter dem Gesichtspunkt, dass das Ding eigentlich nie auftaucht. So. Ne? Und ich habe dann echt mal Glück gehabt, das gute Stück günstig schießen zu können. Preisrange liegt bei 46 bis 400 Euro. Der Median liegt so bei 223. Aber wie ihr sehen könnt, auch jetzt hier gleich an der Statistik, die hier reinfliegt, das Ding ist quasi nie auf dem Markt. Ne? Also es ist in den letzten 8 Jahren zweimal verkauft worden. Einmal, ja, für 46 Euro habe ich gar nicht geguckt, was da, hätte ich mal gucken sollen, ob da vielleicht nur das Cover war oder eine abgerockte Variante. Ist ja bei diesen hochpreisigen Dingen echt, dass auch der letzte Schrott dann manchmal für gutes Geld noch geht. Ja, und dann einmal für 400, dann kommen wir dann irgendwie zu diesem Median. Ne? Aber ich bin echt mega froh, das Ding zu haben. Super, super cool. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ich mache auch eine 5.1, also die schmuggle ich hier so ein bisschen rein. Boxen habe ich ja auch rausgelassen, ähnlich wie das Video von Sounding Grooves, habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe mir gedacht, eine Ausnahme nehme ich, es ist keine Box, es ist aber auch kein klassisches Album. Manche werden es schon wissen, manche haben es auch von euch, manche haben alles andere aus der Reihe, nur die nicht. Rede jetzt von die drei Fragezeichen. Und zwar der Nummer 29, der originale Soundtrack. Das ist auch ein Ding, also ist in letzter Zeit ist das ordentlich explodiert. Also die Such- und Habenverhältnisse liegen bei 92 zu 486. Wie gesagt, ist die Original Musik aus der Hörspielreihe. Und ja, Preisrange ist 200 bis 550 Euro in letzter Zeit. 265 Euro ist der Median und das ist auch, also Ü200, das könnt ihr der Statistik auch entnehmen, das ist echt sehr stabil so, ne? Da liegen wir in letzter Zeit irgendwie immer drüber. Das ist dann auch mit dem zunehmenden Vinyl-Hype, der ja jetzt irgendwie um sich greift. Ja, gut, ich bin jetzt auch nicht der Älteste, aber trotz meines Alters jetzt auch schon ein gutes Drittel meines Lebens am Sammeln. Ist, wie ihr in den Regalen seht, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt auch mal eben auf einen Hypezug aufgesprungen bin, sondern schon länger quasi in diesem Express unterwegs bin. Aber das wissen ja die, die hier regelmäßig zuschauen sowieso. Aber vielleicht schneidet ja auch ein oder andere hier gerade fresh rein. Ja, taucht jetzt in letzter Zeit halt auch öfters auf und geht stabil für über 200 Euro weg, das Ding. Und auch eigentlich hier in ganz, ganz netten Zustand. Und es ist auch Wahnsinn, dass diese Silberspielreihe echt von Anfang bis Ende hier die drei Rabauken hier. Auch lustig, diese alten Bilder nochmal zu sehen. Ne? Quasi sprechen. Ja, dann haben wir was aus Great Britain. Und zwar ist es Art. Und mit ihrem Album Supernatural Fairy Tale. Ja, was ist das? Das ist so Jazz. Fusion-prockiger Sound aus UK auf dem Island, Pink Island, Pink Eye Island Label. Da sind Suchverhältnisse so 1 zu 3, also 212 zu 773, was Suchende und Besitzende angeht, beziehungsweise andersrum. Der Preisrange geht bei 30 los und hoch bis 578 in letzter Zeit. Der Median liegt bei 274. Ach so, vielleicht sage ich es nochmal dazu. Ne? Also, ich habe in meinem Leben noch nie mehr für eine Platte als 50 Euro ausgegeben. Nur, dass hier so, also viele Sachen habe ich in Sammlungen erhalten, die ich gekauft habe. Oder
Ja, einfach gute Deals gemacht, Leute, die auf meine Anzeige reagiert haben und ihre Platten in guten Händen wissen wollen und gar nicht da großes Geld mit verdienen wollten, sondern einfach nur ja, jemandem die geben wollten, wo sie in Ehren gehalten werden und wo sie laufen können und wo nicht Geld mitgemacht wird. Und das ist ja der Punkt, die Dinger hier, die rück ich nicht raus, die ne, sind so Sammlerschätze, das kann ich gar nicht verkaufen. Ja, aber ne, die Range geht auch schon mal ein bisschen günstiger, das Teil. Ist natürlich auch immer zustandsabhängig. Das ist ja eigentlich ganz guter Zustand. Die Einpressungen sind aber ja auch, wie wir ja alle wissen, ja, sehr stabil und nicht so anfällig wie so neuere 80er-Pressungen zum Teil, wo die Kleinigkeit reicht schon, das Ding springt oder sowas. Ne? Also die haben oft noch einen guten Sound, obwohl optisch jetzt nicht mehr das Vinyl immer so toppy ist. Ja, es ist natürlich klar, dass wir hier überall über First Press sprechen übrigens. Ne? Ja, gibt da Ausreißer nach unten und oben bei dem Album halt. Ja, was soll ich sagen? Also auch sehr zu empfehlen und gute Anlage auch und guter Sound. Also von den meisten Sachen gibt es auch tatsächlich Repress. Nicht von allen, aber von den meisten. So, jetzt kommen wir zu einer der Platten. Zu der Platte, wo ich gesagt habe, die habe ich mit der Icarus zusammen erworben. Und zwar ist das hier das gute Teil. McChurch Soundrum Delusion. Auf dem Pilz-Label, ich hole die mal raus, weil das hier mit dem Licht dann doch ein bisschen kacke reflektiert. So. Ja, die McChurch ist bei 181 zu 911. Das ist auch so jazziger Progressound. Ich glaube auch Quatsch, die Supernatural Fairy Tale ist eher so Rock, Classic Rock, bluesiger Sound, auch ein bisschen bei Art Rock. Und das hier ist ja so Jazz Fusion, Prog Rock, krautiger Style. Ist, glaube ich, ein Schweizer Projekt im Ursprung. Ja, und die Preisrange, die ja jetzt hier reingeflattert kommt, die liegt bei 225 bis 362, ach, bis 800 €, sorry Leute. 362 € ist der Median. Ist verhältnismäßig, wie ich finde, wenn ihr die Statistik euch hier anguckt, auch die Jahresrange, verhältnismäßig häufig auf dem Markt, wie ich finde. Für so ein teures Ding, aber auch dabei sehr preisstabil. Ja. So, die erste Säule von den guten Ashram Temple ist um. Ich gehe mal kurz magisch umdrehen. Und zack, wieder da. Ja, das gute Stück, wie gesagt, sehr preisstabil. Ja, ist die Nummer 4. Und jetzt kommen wir schon zur Top 3. Ach so. Ja, kann man ja auch nochmal umdrehen. Ich widme gar nicht so viel Aufmerksamkeit heute so dem Präsentieren der Alben, stelle ich mal fest. Ich hau hier nur so Fakten raus. Naja, was soll ich sagen? Heute mal ein bisschen anders als sonst. Ja, das nächste Ding ist auch. Aber habe ich auch abgefeiert, als ich sie gefunden habe. Ich hole sie mal direkt aus dem Cover, ach, aus der Hülle raus. Nummer 3. Und jetzt wird es schon dann echt haarig mit den Preisen, wie ich finde. Ja. Afrika von Demon Fuss. Hier sind so ein paar Aufkleberrückstände. Die muss ich mal nochmal entfernen. Ansonsten ist es echt ein super, super, super Zustand. Und auch was so das Verhältnis haben und suchen angeht, irre. Ne, ihr seht es jetzt hier, 278 zu 1754, ja, Wahnsinn, ist halt so, was ist das? Also steht ja bei, ist immer, ne, hier auch in den Infos seht ihr, Discogs kategorisiert das immer, aber ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, also so, Fusion, Prog, Blues, Rock, alles geil mit Afro, also Afro-Jazz, Einflüssen, Mix, geiles Zeug auf jeden Fall. Ja, die Preisrange ist auch ganz schön krass. Ich habe auch, als ich die gesehen habe, ich habe die tatsächlich über eBay Kleinanzeigen gekauft, ne, und mit anderen Sachen zusammen und ich habe einen Spottpreis bezahlt am Ende. Ja, was heißt, also pro Platte habe ich 20 € gezahlt, die im Paket waren. Aber ja, wenn man sieht hier die Preisrange, ne, von 250
über 389 bis zu 700 € ist schon derbe. Wie gesagt, also würde ich niemals zahlen. Und es ist auch eher so, wie gesagt, die Zahlen, ich finde die Such- und Haben-Verhältnisse viel interessanter eigentlich, weil das viel mehr aussagt. Ne? Weil am Ende ein Preis für eine Platte, der ist immer der, den einem am Ende gibt. Da kann jetzt viel stehen. Ja, klar, das ist schon mal bezahlt worden. Ne? Discogs ist da schon sehr aussagekräftig, auf die ich ja auch mich beziehe. Aber ja, wie gesagt, am Ende das, was einer bereit ist zu zahlen. Und wenn du keinen findest, dann kriegst du halt Geld auch nicht. Ne? Aber noch weniger kriegst du die Platte. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch wesentlich geringer. Klar, mit einem gewissen Geld vielleicht, aber ja, mega. Ich habe mich halt tierisch gefreut, die zu finden. Echt. Und die Platte sieht aus, als wäre die nie gespielt worden. Das ist noch der Wahnsinn dabei. So. Ja, die nächste, die Nummer 2, ist leider nicht so in optimalen Zustand, aber da wiederum diese Variante zu haben, war dann nochmal so der Punkt. Und sie ist jetzt im Verhältnis nicht so krass zwischen haben und nicht haben. Ist auch ein relativ bekanntes Album und populär und alles, aber ja, ich bin trotzdem, also cool, sie zu besitzen. Und zwar ist es das englische First Press von The Kings Are the Village Green Preservation Society. Ich weiß gar nicht, ist es ihr Debüt? Nein, ihr Debüt ist nicht zweites oder drittes Album, aber eins der wichtigen ersten Alben von ihnen. Hier hat der Hermann leider drauf geschrieben. Ist auch ein Mono-Teil. Unten an der Ecke so ein bisschen eingerissen und so. Ist nicht so geil. Wie gesagt, 558 suchen das Ding, 1954 haben es. Andersrum. Wollen es und 558 haben. Kings sind ja irgendwie so für mich von den vier großen britischen Bands, Stones, Beatles, The Who und The Kings, fallen die so ein bisschen hinten runter, finde ich, so insgesamt in der Bewertung und der Wahrnehmung. Wobei ich sie sehr geil finde, aber ich habe auch am längsten gebraucht, um bei ihnen so möglichst viele Alben zusammenzukriegen. Dabei sind echt geile Songs, geile Alben bei ihnen im Repertoire. Ich habe immer noch nicht alle, aber das Grand habe ich. Und ja, sehr, sehr schönes Teil. Wie gesagt, hier mit diesem Inlader, ich weiß nicht, wie man das nennt, ich nenne es so. Ja, Range ist 95 € bis, was sehe ich da? 591, das ist schon mächtig. Und ja, der Median liegt bei 402. Ne? Ein sehr empfehlenswertes Album. Es gibt auch schöne, günstige Represses aller Kings-Alben aus den 80ern. Da habe ich auch viele von. Und wenn es dann Originale hagelt, irgendwann, dann nehme ich die natürlich. Das ist auch bei der Ashra, ja, die im Hintergrund läuft so. Manchmal kauft man sich das Repress, weil man auch einfach denkt, das Original findest du nicht. Und dann, also wie gesagt, die meisten, die ich hier habe, gezeigt habe schon, hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass ich die finde. Und dann war sie doch irgendwann da. Ne? Also, ja. So, und jetzt kommen wir zu eins, wer hier regelmäßig verfolgt. Weiß eh schon, was das ist. Das ist auch einfach. Das ist aber eigentlich. Ja, egal. Ich fange einmal. Also, es ist, wie die meisten schon wissen, die Organization Tone Flow. Also, Organization, die Band, Tone Flow, das Album. Die Kenner unter euch werden wissen: Prix Kraftwerk, Florian und Ralf. In Deutschland konnten sie ihr Projekt nicht verwirklichen, sind sie nach England gegangen. In England hat die RCA ihr Album veröffentlicht. Relativ wenige Veröffentlichungen gibt es, also Varianten gibt es davon. Ja, ist Kraftwerk, aber eher, also richtig krautige Kraftwerk. Ne? Noch mit, wie auf den ersten beiden Alben auch, als Kraftwerk mit Querflöte und also richtig proggy, krautig noch. Ja, genau. War dann noch unterstützt von Basil Hammoudi an Organ, Butch Hauf am Bass und Fred Monick an den Drums. Ja, und auch hier unten sieht man schon, die Pylone war auch schon da. Ja, ist ein sehr gesuchtes Album, wie ihr den Zahlen entnehmen könnt. Ne? 251 haben, 1782 suchen. Ja, und die Preisrange ist halt auch brachial. Ne? Also von 176 € ist Mindestpreis, was gezahlt wurde. Irre. Und
Median 733 Euro und 1760 Euro in der Spitze. Also Wahnsinn. Niemals würde ich das für ein Album investieren. Aber es manifestiert halt, was das für ein Sammlerstück ist, so irgendwo diese Preise, finde ich so. Ne? Also es sagt aus, wie häufig sowas auf dem Markt ist. Aber wenn wir uns jetzt weiter, wenn wir weiter gucken und jetzt kommt die Statistik hier, dann ist es ja gar nicht so selten auf dem Markt gewesen. Aber was natürlich auch zu sehen ist, ist, dass der Preis in letzter Zeit echt explodiert ist. So, ne? Und das ist echt ein Schmuckstück, also vom Zustand her. Also es ist ein sehr Ringwear-anfälliges Cover. Und hier ist fast nichts zu sehen. Und auch, wenn man hier, also ich weiß nicht, ob es drauf kriegt. Also da Spine ist, also Rücken ist, man kann alles lesen. Die Kanten sind quasi nicht berieben. Und warum sage ich das? Ich sage das, weil dieses Album, ja, der unwahrscheinlichste aller Fälle mit gewesen ist, ich habe das Album schon mal besessen. Hab das Album so gegen 2015 schon mal besessen. In einem, naja, relativ bemitleidenswerten Zustand. Aber trotzdem halt, ja, war ja, wie ich ja schon eben gesagt habe, das sind Sammlerstücke, ne? Und ich habe es verkauft. 2015 war das so, irgendwie so weit. Ne, da war ich noch nicht so crazy, sag ich mal, mit der Vinyl hinterher. Klar, auch schon Sammler, aber manchmal auch gesagt, oh, dickes Geld, weil kannst du verkaufen. Ne? Eine Frau gesagt, komm, dann kannst du einen halben Urlaub kannst davon bezahlen oder ein schönes Wochenende kann man. Ja, habe ich das Ding abgegeben für 350 Euro. Ne? Und hatte mich eigentlich schon davon verabschiedet, dass man nochmal irgendwie die Finger dran kriegt, vielleicht ein Repress, aber dann, ja, da habe ich 50 Euro für bezahlt. Und noch einige andere Platten mitgenommen und der Gute wusste auch, was das Ding wert ist. Also ob der jetzt genau, also er wusste, was er hat und was das ein schönes, rares Ding ist, so, ne? Aber das war wieder ein Fall von Sammler, dem ich ja, und das nochmal gebe ich es nicht ab. Das ist ein Once-in-Lifetime-Album, das du findest und zweimal. Das ist schon ordentlich. Ja, das ist die Spitze. Ja, ordentlich Ras und crazy verrückt hoch gehandeltes Vinyl vom Preis. Ich finde es Wahnsinn. Ist in letzter Linie Musik. Also man muss ja bedenken, 95% davon kannst du auf YouTube hören, Spotify ist nichts wert, aber daran sieht man, Sammler machen die Musik dann irgendwann wertvoll. Beziehungsweise die Artefakte, die originalen Artefakte aus der Zeit. Hinter denen sind wir doch ja alle. Wir Sammler. In diesem Sinne, immer schön die Augen offen halten. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir stehen kurz vor Silvester. Ich freue mich, dass ihr so ja, häufig hier reinschaut und dass auch so viele Abonnenten im letzten Jahr dazugekommen sind. Relativ im Verhältnis zu anderen. Für mich ist das nicht ausschlaggebend, aber es ist schön, dass so viele immer regelmäßig zuschauen. Ja, was soll ich sagen? Genau, noch mehr freut mich, dass wir einfach auch mehr Leute haben, die jetzt Videos drehen. Das freut mich noch viel mehr. Ja, was soll ich sagen? Was bleibt noch anderes übrig, als euch einen guten Rutsch zu wünschen? Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Feiert schön, verantwortungsvoll, denkt dran, wir haben besondere Bedingungen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder mit hoffentlich viel Vinyl auf meiner Seite und vielleicht auch neuen Videos von eurer Seite oder Neueinsteigern von eurer Seite. Ich würde mich freuen. Ja, wir sehen uns im nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao, ciao.